Hallöchen Leute, hier bin ich nochmal ganz schnell, weil wir doch vorhin diesen Computermod angesprochen haben. Und das ist wirklich eine geile Sache. Jetzt will ich euch ganz schnell demonstrieren, für was der gut ist. Man kann nämlich, oder sagen wir so, die Monster werden zukünftig ein ziemliches Problem haben, weil sie nämlich unser Passwort nicht kennen. Also man kann mit diesem Rechner mit einfachen Lua-Befehlszeilen, das ist nicht sonderlich kompliziert, kann man sich ein Codeschloss basteln. Das haben auch schon in dem jeweiligen Thread auf Minecraft-Forum Leute gemacht. Ist nicht besonders schwer. Und hier haben wir, wenn wir hier ankommen, dann abends irgendwann ins Bettchen wollen. Moment. Hier, Wände von Scheiß. So, jetzt. Nein. Eigenartig. Der Hobo-Mod ist drin, er macht ihn aber nicht. Naja, egal. Also, wir latschen hier, stehen hier vor unserem Häuschen. Da gibt es auch keine Klinke, nichts dergleichen, auch kein Bildkraft-Item-Code-Schloss, sondern diesmal hochtechnisiert. Gehen wir hierher. Hier oben ist eine rote Lampe für das falsche Passwort, hier unten ist eine grüne Lampe für das richtige Passwort. Ne? Der Rechner hat mehrere Seiten. Den kann man über den Code ansprechen, welche Seite was machen soll. Und die Tür, die wird links gesteuert. Und dann gehen wir hierher in dieses CraftOS, rufen das entsprechende Programm auf. Das ist in dem Fall look.txt. Dann fragt er nach dem Passwort. Das gebe ich jetzt ein. U880D, ein ostdeutscher Klon des Z80-Prozessors. Enter. Ending Session, dann leuchtet das hier grün. Die Tür geht für 5 Sekunden auf. Und dann schließt die Tür. Geben wir das falsch ein. Hier irgendwas, ja. Dann sagt er incorrect. Und ich habe noch 4 Versuche. Die Lampe geht dann wieder aus, ne? Dann kann ich hier wieder das Passwort eingeben. Halt falsch, das würde in die Hose gehen. So. Coole Sache. Also, da kann man echt tolle Sachen machen. Und der Computer fährt dann automatisch runter. Das ist eine Anweisung im Quellcode selber. Dann macht der sozusagen einen Shutdown. Ja, und das war's schon, also eine geile Sache, dieser Mod, und da werden wir in Zukunft sehr, 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 sehr viel mitmachen. Und man könnte im Grunde genommen auch eine Welt entwerfen mit Automatismen, die auf diesen Computern als wichtige Steuerelemente, ne, als Controller funktioniert, und dann gibt man die Welt weiter, aber die Programme nicht. Und dann haben die Leute ein ernsthaftes Problem, weil ja die Steuerung dann so ziemlich wertlos ist. Ne? Weil ja, wenn der Rechner alles macht im Endeffekt, zeitnah, dann wird die Welt oder eine hochtechnisierte Welt, kann man dadurch auch schützen. Das ist eine coole Sache. Gut, machen wir es nochmal kurz, weil das ist echt eine geile Sache. Ich finde es richtig geil. Theoretisch kann man da auch pulsen. Also hier, dieses Red Pulse, das ist ja auch ein Programm. Dann müssen wir die Seite angeben, ja, left. In dem Fall soll er dreimal machen, und zwar eine Sekunde. Ja, das geht auch. Also ist echt eine geile Sache. Es ist wirklich im Endeffekt so, jetzt in Minecraft mit diesem Computer, als ob man gerade eine richtig geile Frau kennengelernt hat. Ohne Scheiß. Also, das war's von meiner Seite. Wir haben es jetzt früh, ich gehe gleich auf Arbeit. Das wollte ich jetzt unbedingt noch loswerden. Computer Craft heißt dieser Mod. Unbedingt anschauen, Minecraft Forum net unter Mods. Computer Craft. Einfach mal reinlesen, und die, er hat das, glaube ich, am Moment, am 24. pünktlich zu Weihnachten hat er das veröffentlicht, und er hat mittlerweile, glaube ich, schon 30.000 Klicks oder noch mehr auf diesen Thread, und für mich ist das der Mod des Jahres 2011. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis demnächst auf dieser Welle. Tschüss.